Alle Rollenspielfans warten sehnsüchtig auf Final Fantasy X. Kein Wunder also, dass weniger bekannte Titel nicht so viel Beachtung finden. Deshalb wollen wir Ihnen jetzt zwei dieser kommenden Rollenspiele vorstellen und Sie können sich selber ein Bild machen, ob sich ein Anspielen für Sie lohnen würde. The Legend of Alondar von Ubisoft erzählt die typische Geschichte von Gut gegen Böse in einem typischen Fantasy-Szenario mit typischen Helden. Vorangetrieben wird die Handlung durch Zwischensequenzen in Ingame-Grafik. Dazwischen dürfen Sie die riesige Spielwelt erforschen und Unmengen an Monstern töten, um Erfahrungspunkte zu sammeln und so Magie und Waffenfertigkeiten der Protagonisten zu steigern. Das einzig Ungewöhnliche an diesem Titel ist die Möglichkeit, dass Mitspieler im Kampf die Steuerung der anderen Partymitglieder übernehmen können. Etwas düsterer geht es in dem neuen Rollenspiel der Kudelka-Macher zu. In Shadowheart übernehmen Sie die Rolle des Gestaltwandlers Yuri, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die hübsche Alice vor einem fiesen Schwarzmagier zu schützen. Sowohl das Gameplay als auch die Grafik wirken dabei ein wenig altbacken. Die rundenbasierten Kämpfe erinnern stark an den Vorreiter Final Fantasy. Einzige Neuerung? Neben Gesundheits- und Magiepunkten haben die Charaktere sogenannte Sanity-Punkte. Verlieren Sie diese, drehen Sie durch und können vom Spieler nicht mehr vernünftig gesteuert werden. Warum Sony gerade jetzt ein Jump'n'Run zu Disneys Peter Pan herausbringt, wird wohl ein ewiges Rätsel bleiben. Weniger rätselhaft ist allerdings das Gameplay, denn das ist gewohnter Disney-Game-Stil. In Außenansicht steuern Sie Peter Pan einen sehr geradlinigen Weg entlang durch bunte Landschaften, um Goodies einzusammeln und relativ gewaltfrei Captain Hook seinen teuflischen Plan zu vermiesen. Peter Pan – The Legend of Neverland ist sicher eher etwas für die jüngere Generation. Superhelden sind in Amerika ja immer modern. Im Frühjahr erlebt Spider-Man sein Revival in Film und Videospiel. Im Mai kommt das Spiel Spider-Man The Movie dann auch zu uns. Wie der Name schon sagt, orientiert es sich stark an der Filmvorlage. Sonst hat sich vom Spielerischen im Vergleich zum PS1-Vorgänger nicht viel geändert. Und das ist auch gut so. Wir zeigen Ihnen jetzt einen aktuellen Trailer, den wir von unseren Kollegen aus England erhalten haben. Ganz und gar keine Superheldin ist Miku, die Protagonistin in Tecmos Horror-Adventure Fatal Frame. Nur mit ihrem sechsten Sinn und einer altmodischen Kamera ausgestattet, macht sie sich auf die Suche nach ihrem verschwundenen Bruder. Natürlich ist sie in dem unheimlichen Landhaus nicht allein. Böse Geister verfolgen jeden ihrer Schritte. In Japan ist das Spiel schon unter dem Namen Zero erschienen und kommt im März nun auch in die USA. Gran Turismo Concept und Metal Gear Solid 2 fanden sich in den letzten Wochen zwei große Namen wie erwartet ganz oben in den japanischen Charts. Der dritte große Verkaufshit ist in Europa weniger bekannt, in Japan ist die Serie aber ein absoluter Dauerbrenner. Bandais neues Gundam-Spiel verkaufte sich nämlich seit dem Release Anfang Dezember über 700.000 Mal und läuft weiterhin sehr gut. Der Name macht dabei natürlich viel vom Erfolg aus, denn genauer betrachtet handelt es sich bei Mobile Suit Gundam Federation vs. Zeon Deluxe eigentlich nur um ein relativ unscheinbares Mech-Action-Spiel, dessen Grafik kaum das übliche PS2-Niveau erreicht. Die Spielbarkeit stimmt allerdings und neben einem Arcade- und einem Missionsmodus können die japanischen Gundam-Fans mit einem USB-Modem auch einen Network-Battle-Modus nutzen. Bei der Flut von Fußballspielen aus dem Hause Konami wird es immer schwieriger, den Überblick zu behalten. Als wäre es schon nicht genug, dass mit den Teams aus Tokio und Osaka zwei unterschiedliche Entwickler unabhängig an neuen Titeln arbeiten, kommen auch die jeweils modifizierten Versionen für Europa und die USA unter völlig anderen Titeln heraus. GKO J-League Perfect Striker 4 ist jedenfalls das neueste Spiel aus Osaka und damit wohl die Grundlage für das im April bei uns erscheinende ISS 2. Im Vergleich zum ersten ISS fallen vor allem die überarbeitete Grafik und das ausgemerzte Flackern sofort positiv auf.
Europa im Jahre 1944. Die Alliierten landen auf dem Kontinent. Die Deutschen befinden sich auf dem Rückzug. In EAs Action-Titel Medal of Honor Frontline ist der Krieg jedoch noch längst nicht gewonnen. Denn die Nazis basteln an einer Wunderwaffe, die den Verlauf des Krieges noch einmal kippen könnte. Als amerikanischer Geheimagent ist es nun ihre Aufgabe, 15 abwechslungsreiche Missionen zu bestehen und letztlich die Waffe der Deutschen unschädlich zu machen. Dabei wechseln sich Kampfeinsätze wie die Landung in der Normandie und Gefechte um Brückenköpfe mit Infiltrationsaufträgen ab, bei denen sie auf unterschiedliche Verkleidungen zurückgreifen können. Zudem stehen ihnen nach einem kurzen Funkspruch jederzeit verbündete Einheiten zur Seite. Die bisher freigegebenen Screenshots überzeugen jedoch nicht nur in puncto Missionsvielfalt, sondern auch durch die realistischen Szenarien und die sehr gute Grafik. Nun können wir Ihnen exklusiv die ersten bewegten Bilder des EA-Titels zeigen. Thousand years ago, mankind waged war using machina to kill. They kept building more and more powerful machina. Willkommen in der Welt von Final Fantasy X. Bei einer furchtbaren Katastrophe wurden die meisten Maschinen und Waffen auf der Erde vernichtet. Monster und Magie sind auf die Welt zurückgekehrt und das mächtige Wesen Sin terrorisiert die verbliebene Bevölkerung von Spira. Das ist der Ausgangspunkt der 9. Fortsetzung der fantastischen Final Fantasy-Serie und wieder gelingt es Square mit dem Rollenspiel-Hit neue Maßstäbe zu setzen. In der fertigen US-Version hat uns neben der spannenden Story, in die man durch unzählige Dialoge mehr und mehr eintaucht, vor allem das überarbeitete Kampfsystem tagelang an den Bildschirm gefesselt. Sie bewegen sich mit dem 17-jährigen Tidus durch eine fantastische 3D-Welt und werden bei Zufallsbegegnungen immer wieder in Auseinandersetzungen mit schlecht gelaunten Fantasiewesen verstrickt. Schwertkämpfer Tidus wird dabei allerdings von Freunden unterstützt, die mit ihren speziellen Talenten die unterschiedlichsten Gegner ausschalten können. So ist Wacca mit seinen magischen Wurfgeschossen vor allem gegen fliegende Angreifer erfolgreich, während Auron mit seinem wuchtigen Langschwert eher ein Typ fürs Grobe ist. Die Zauberin Yuna beschwört dagegen mächtige Wesen, genannt Eons, die mit spektakulären Attacken aufwarten. Ihre Kämpfer und deren Waffen können sie während der Duelle übrigens beliebig auswechseln, um so die Gewinnchancen ihrer Party zu erhöhen. Durch Treffer oder bestimmte Aktionen laden sie zudem die Overdrive-Balken auf, die ihren Helden wirkungsvolle Befreiungsschläge ermöglichen. Für gewonnene Gefechte gibt es wie gewohnt Erfahrungspunkte, mit denen sich ihre Charaktere in eine gewünschte Richtung weiterentwickeln können. Das von zahlreichen Dialogen und Kämpfen begleitete Spielgeschehen wird in Final Fantasy X durch kleine Rätsel aufgelockert. In den Tempelanlagen der Fantasiewelt müssen sie beispielsweise mit Tidus Energiekugeln in bestimmte Vertiefungen stecken. Haben Sie die jeweils richtigen Kombinationen herausgefunden, öffnen sich die Tore zum nächsten Story-Abschnitt oder mit etwas Glück zu einer versteckten Waffe. Natürlich ist die Final Fantasy-Welt viel komplexer, als wir hier beschreiben können.
Verlassen Sie beispielsweise die rote Linie der Schlüsselereignisse, dann stolpern Sie über einige Nebenquests und Minispiele. So kann Tidus auf einem Chocobo reitend versteckte Items suchen oder im Rahmen von Blitzballturnieren Boni erkämpfen. Detaillierte Spielgrafik, bombastische Effekte und fotorealistische Rendersequenzen runden das Rollenspielvergnügen ab. Thought I was done for back there. Kaum ist Final Fantasy X in Japan und in den USA erschienen, schon kündigt sich ein Nachfolger an. Mit dem 11. Teil der Fantasy-Saga schickt Square das erste Online-Rollenspiel auf die PS2. In Gruppen bis zu 6 Mann durchkämmen sie eine riesige Fantasiewelt, in der moderne Technik und Magie nebeneinander existieren. Im Kampf gegen eine dunkle Macht können sie sogar Allianzen mit anderen Partys bilden. Die bisher veröffentlichten Bilder machen eines klar. Final Fantasy XI wird die Tradition grafisch ausgefeilter Square-Rollenspiele fortsetzen. Welcome to the King of Iron Fist Tournament 4. Beat'em-up-Fans zählen bereits die Tage, bis Namcos Tekken 4 und Segas Virtua Fighter 4 endlich auf der PlayStation 2 erscheinen. Nachdem wir bereits Bilder der Arcade-Versionen gezeigt haben, wurden auf Sonys PlayStation Party 2001 nun die ersten Szenen der PS2-Umsetzungen präsentiert. Erwartet steht die Heimversion von Tekken 4 dem Spielhallen-Original in nichts nach und sieht einfach klasse aus. Doch auch der Konkurrenztitel von Sega kann sich sehen lassen und macht auf der Sony-Konsole eine gute Figur. Wir freuen uns auf die fertigen PS2-Versionen. Appointment to FEMA should be finalized within the week. I've already discussed the matter with the senator. I take it he was agreeable? He didn't really have a choice. Has he been infected? Oh yes, most certainly. This plague. Wir wissen zwar nicht genau, wie die Pläne dieser beiden zwielichtigen Charaktere aussehen, aber das Gemeinwohl haben sie bestimmt nicht im Sinn. In dem Action-Adventure Deus Ex bekommen sie es in einer düsteren Zukunft mit einem tödlichen Virus, skrupellosen Terroristen und machtbesessenen Politikern zu tun und stehen als Spezialagent J.C. Denton bald zwischen den Fronten. So viel zu den schlechten Nachrichten. Die gute ist, dass sie nicht nur eine erstklassige Ausbildung genossen haben, sondern auch mit modernsten Cyberimplantaten ausgerüstet sind. Auf diese Weise können sie Verletzungen im wahrsten Sinne des Wortes reparieren und verfügen zudem über besondere Fähigkeiten, wie beispielsweise zusätzliche Stärke. Im Lauf des Spiels bewegen sie sich nun durch die Metropolen der Welt und erfüllen Aufträge für ihre Regierung. Erfolge werden dann, wie bei einem Rollenspiel, mit Erfahrungspunkten belohnt, mit denen sie wiederum ihre Fähigkeiten erweitern können. Welchen Fähigkeiten sie den Vorzug geben, hängt dabei von ihrer Vorgehensweise ab.
Je nachdem, ob sie eher mit Panzerfaust und Pumpgun bewaffnet durch die Vordertür wandern oder es mit Betäubungspfeilen und Decoder durch die Hintertür versuchen, die jeweils erforderlichen Waffenfertigkeiten sowie Erste Hilfe, Computer- und Elektronikkenntnisse lassen sich nach und nach ausbauen. In den riesigen Szenarien haben sie also auch beim Erreichen der zahlreichen Zapfziele weitgehend freie Hand. Der Interaktion mit den Einwohnern der Städte kommt dabei eine wichtige Rolle zu, denn ihr Verhalten in den einzelnen Gesprächen hat Einfluss auf die weitere Handlung. Did you see that? Yes, I did. It was uncalled for. You mug people great, you need the dough, but you show some respect. Deus Ex verbindet die Kampf-Action eines Ego-Shooters und die Rätsel eines Adventures mit der rollenspieltypischen Charakterentwicklung. Eine packende Mischung, die sich wirklich sehen lassen kann und in der PC-Version mit Auszeichnungen überschüttet wurde. Thanks. Vor einem halben Jahr zeigte Sony mit Gran Turismo 3, wozu die PlayStation 2 technisch in der Lage ist. Das Rennspiel sorgte mit seiner detailreichen Grafik, dem kernigen Motorensound und dem einzigartigen Fahrverhalten für reihenweise offene Münder. Anfang dieses Jahres hat Sony in Japan Gran Turismo Concept 2001 Tokio veröffentlicht und will mit dem Titel vor allem Neueinsteiger für die Serie begeistern. Das Rennspiel basiert technisch und grafisch auf dem hervorragenden Vorgänger. Neu ist zum einen, dass Sony auf mehrere Spielmodi und Strecken verzichtet, um Genre-Neulingen ein unkompliziertes Vollgasvergnügen zu bieten. Zum anderen dürfen sich Autofreaks über mehrere futuristische Konzeptwagen freuen, die im vergangenen Jahr auf der Tokyo Motor Show präsentiert wurden. So können sie mit dem Toyota RSC über staubige Offroad-Strecken heizen oder mit dem kleinen, wendigen Pott die Großstadt unsicher machen. Insgesamt stehen 5 aus GT3 bekannte Strecken zur Verfügung, die sich auch rückwärts durchfahren lassen. Wie gewohnt können Sie die Setup-Einstellungen Ihres Wagens vor jedem Rennen modifizieren. Besitzer des Vorgängers werden zudem nicht auf ihre getunten Boliden verzichten müssen, die sich per Memory Card in die Startaufstellung beamen lassen. GT Concept verbindet die bislang unerreichte Qualität eines Gran Turismo 3 mit der Faszination cooler Konzeptwagen, die vielleicht nie produziert werden. Schon deswegen wird der Titel für Fans zu einem Muss. Weltall. Unendliche Weiten. Inmitten von Fixsternen, Asteroidengürteln und Klasse-M-Planeten hat das Raumschiff Voyager nun auch Sonys schwarzen Kasten gefunden und sofort die Spezialeinheit Elite Force herübergebeamt. Die wehrt sich in Ego-Shooter gegen Borg, Klingonen und all jene extraterrestrischen Lebensformen, die der Voyager-Crew und somit der Föderation an den Kragen wollen. Als Mitglied dieser Einheit greifen sie auf 9 futuristische Waffensysteme zurück, um die Angriffe unfreundlicher Aliens abzuwehren. Zudem gilt es, fremde Schiffe zu erkunden, gegnerische Technologien zu vernichten und möglichst unbemerkt Gefangene zu befreien. Die serientypische Handlung wird dabei in Echtzeitsequenzen vorangetrieben. Auch während der Kampfeinsätze geleiten sie kurze Dialoge mit Crewmitgliedern durch die spannenden Missionen. Sir, I was hit. The Borg took the team through there. Beam out, Chang. You've done all you can here. Aye, sir.
Der Titel hält sich mit seinen stimmungsvollen Szenarien und den Originalcharakteren zwar nah an der tollen Atmosphäre der Fernsehserie, kann technisch aber leider überhaupt nicht überzeugen. Heftige Ruckler bei hohem Gegneraufkommen und holzige Animationen werfen einen großen Schatten über die an sich motivierende Baller-Action, die gute Sprachausgabe und die ansehnlichen Effekte. Für die PAL-Umsetzung der von uns getesteten US-Version sind allerdings noch einige Verbesserungen angekündigt, damit Elite Force nicht nur für echte Trekkies zu einem Überflieger wird. Where are they? Jell, are you sure this is the right place? Positive. Maybe the aliens got them. Boom! Looks like our scans weren't quite thorough enough. Mokila, get out of my way, Shadow Man. Out of my way, Skinny. What? Mit gespaltenen Persönlichkeiten ist das so eine Sache. Oft weiß die linke Hand nicht, was die rechte macht. Beim Kampf gegen Lucifers Schergen in Shadow Man Second Coming werden sie diese Probleme nicht haben. Denn Mike Leroy und sein Pendant Shadow Man wollen genau dasselbe. Dem Teufel eins auf die Mütze geben. Zunächst müssen sie mit dem dynamischen Duo gegen 6 mächtige Erzdämonen antreten, die auf dem Erdball verteilt ihr Unwesen treiben. Um den Monstern und Zombies endgültig das Lebenslicht auszublasen, gilt es in den Szenarien nicht nur Schuss- und Schlagwaffen, sondern unter anderem auch magische Schwerter zu finden. Yes, the Nephilim Blade. Das Action-Adventure bietet zudem die genre-typischen Schalterrätsel und anspruchsvolle Geschicklichkeitseinlagen, bei denen der Spieler ein ruhiges Händchen braucht. Buchstäblich zappenduster wird es dagegen, wenn sich bestimmte Abschnitte nicht mit ihrem Charakter erreichen lassen. Wie im ersten Teil ist der gut dargestellte Tageszeitenwechsel oft des Rätsels Lösung. Während sie ausschließlich am Tag auf die Kräfte von Mike Leroy zurückgreifen können, um beispielsweise schwere Kisten beiseite zu schaffen, verwandelt sich dieser in der Nacht zu Shadow Man, der seinerseits ebenfalls über spezifische Fähigkeiten verfügt. Damit die Vorteile beider Charaktere jederzeit für sie nutzbar sind, lässt sich mit Hilfe einer Taschenuhr die Tageszeit wechseln. So haben sie zum Beispiel in der Rolle des untoten Gesellen mit seinem leuchtenden Brustkorb die Möglichkeit, in sehr dunkle Abschnitte vorzudringen, in denen es Mike im wahrsten Sinne des Wortes schwarz vor Augen wird. Beim Durchqueren der düsteren Welten erweist sich neben der Satansarmee übrigens auch die gewöhnungsbedürftige Steuerung als echte Herausforderung. Grafik und Animationen transportieren die schaurige Stimmung ebenfalls noch nicht optimal. Wir hoffen allerdings, dass Acclaim bis zum Deutschlandstart noch einige Verbesserungen vornehmen wird. So kann's gehen. Da ist man mal kurz außer Landes, schon gehören Thron und Weib einem anderen. Diese schmerzliche Erfahrung muss der Ritter Maximo in Capcoms gleichnamigem Jump-and-Run-Knüller machen, als er nach einem Feldzug in sein Reich zurückkehrt. Ehe sich der geprellte Herrscher versieht, wird er von dem mächtigen König Achill auch schon in die ewigen Jagdgründe geschickt. Doch Maximo bekommt vom Tod persönlich die Chance, sein Land zurückzuerobern. Fortan durchqueren sie mit dem mutigen Krieger 5 stimmungsvolle Welten, in denen fleischfressende Pflanzen, riesige Alligatoren und Achilles untote Kämpfer lauern. Gegen die Angreifer wehren sie sich mit einem Schwert, das sich im Laufe des Spiels mit unterschiedlichen Energien aufladen lässt. Ja.
Als Schutz vor gegnerischen Attacken finden sie in Truhen und Höhlen unterschiedlich gepanzerte Rüstungen. Eine goldene Rüstung macht sie beispielsweise unverwundbar, während dieser Schutzpanzer die Zombies bereits bei einer Berührung eliminiert. Finden Sie in den Levels zudem ein Schild, können Sie die Schläge der stärker werdenden Dämonenkrieger abwehren. Capcoms Maximo steckt voller witziger Anspielungen auf die klassische Ghosts & Goblins-Reihe. So verliert der Held, anstatt sich zu verletzen, zunächst Kleidungsstücke und steht zum Schluss nur noch in Unterhosen da. Feindliche Magier verwandeln Maximo außerdem des Öfteren in ein Baby oder in einen alten Mann, um ihn für einige Sekunden wehrlos zu machen. Auch die Gegner glänzen durch sehr lustige Animationen. So müssen sie die Beine dieser bombenwerfenden Gesellen attackieren, damit deren Sprengsatz nicht mehr ihr Problem, sondern das des Angreifers ist. Auch die Endgegnerkämpfe gestalten sich abwechslungsreich, herausfordernd und teilweise urkomisch. Leider haben wir uns in den späteren Levels mehr und mehr die Zähne an dem stark anziehenden Schwierigkeitsgrad ausgebissen. Manche Sprungpassagen erweisen sich trotz hilfreichem Doppelsprung als harte Nuss und die Angreifer werden mit der Zeit immer zäher. Die flüssige Grafik, der klassisch angehauchte Soundtrack und die super Effekte machen den Titel dennoch zu einem spaßigen Jump-and-Run-Vergnügen. Und den oft leicht bekleideten Helden Maximo muss man nicht nur wegen seines guten Körperbaus einfach gern haben. Auch wenn der Tod das vielleicht ein wenig anders sieht. PS1-Veteranen, aufgepasst! Wipeout ist back! Einer der Kulttitel des PS2-Vorgängers hat endlich den Weg auf die neue Sony-Konsole gefunden. Allerdings nicht ohne ein paar Schrammen davon zu tragen. Denn obwohl Wipeout Fusion das fesselnde Geschwindigkeitsgefühl der ersten Teile überwiegend perfekt auf die neue Plattform überträgt, wird der Spielspaß bei manchen Kursen ab und zu durch Slowdowns getrübt. Das Spielprinzip ist bereits von den PS1-Vorgängern bekannt. In einem futuristischen Gleiter treten sie auf über 20 herausfordernden Rennstrecken gegen 6 Computerfahrer an. Bei den temporeichen Hetzjagden sollten sie ihren Rivalen nicht nur immer eine Nasenlänge voraus sein, sondern auch ihre eigene Schildenergie im Auge behalten. Diese wird nach Kollisionen mit der Streckenbegrenzung oder durch spezielle Waffen reduziert, die die Kontrahenten auf sie abfeuern. Ein großes Plus verdient sich Wipeout Fusion für die Langzeitmotivation. Zahlreiche Strecken, Rennteams, Superwaffen und Spielmodi müssen sich Adrenalin-Junkies unter anderem erst im Herausforderungsmodus freispielen. Hier bekommen sie es mit knackigen Aufgaben oder engen Zeitlimits zu tun. In rein waffenorientierten Eliminierungsrennen können sie ihren Gegnern dagegen mächtig Feuer unterm Hintern machen. Interessant ist auch der Zone-Modus, in dem sie einen schneller werdenden Gleiter möglichst lang auf der Piste halten sollen. Multiplayer-Fans können darüber hinaus per Splitscreen den Liga-Modus in Angriff nehmen. Langjährige Wipeout-Fanatiker werden sich neben den vereinzelten Rucklern wohl etwas an dem relativ laschen Schwierigkeitsgrad stoßen. Auch der Soundtrack erreicht diesmal nicht die Klasse der Vorgänger. Dennoch ist der Titel dank abgefahrener Strecken und flotter Grafik immer für packende Highspeed-Rennen gut. Vorausgesetzt, sie sind schwindelfrei.
Wer in jüngster Vergangenheit Lust auf luftige Höhen bekam, musste sich mit den Sprüngen von Tony Hawk, den Dunkins in NBA Street oder den Zeitlupen-Stunts in GTA 3 trösten. Jetzt schickt Namco mit Ace Combat 4 Distant Thunder endlich eine richtig gute Flugsimulation auf die PlayStation 2. In dem Titel kämpfen sie als aufstrebender Pilot an der Seite der Guten gegen eine herrschsüchtige Supermacht und können endlich einmal demonstrieren, wer im Himmel das Sagen hat. In 18 Missionen müssen sie mal eine Flotte im gegnerischen Hafen versenken, mal eine Armada von Radarstörzeppelinen vom Himmel holen oder einfach nur Zivilmaschinen eskortieren. Die Szenarien sind dabei genauso abwechslungsreich wie die Aufträge. Über Großstädten, in Berglandschaften oder bei der Suche nach Bohrinseln und Tankern tauchen sie in packende Kampf-Action ein. Ihr Flieger lässt sich während der Dogfights und Bombardements super steuern und gibt ihnen das Gefühl, in einem echten Cockpit zu sitzen. Dass sie in den Missionen auf ein umfangreiches Waffenarsenal zurückgreifen, braucht man wohl kaum zu erwähnen. Zudem können sie sich mit immer neuen Jets ausstatten, die sich vor allem im Flugverhalten unterscheiden. Das dafür nötige Kleingeld erhalten sie für eine vorgegebene Anzahl an Abschüssen und die sich kein Level erfolgreich beenden lässt. Zu kritisieren gibt es an Ace Combat 4 eigentlich nur die Grafik. Sehen die Landschaften aus luftigen Höhen noch bombastisch aus? Verschwimmen die Texturen im Tiefflug zu einem einzigen Brei? Inmitten zischender Raketen und detailreicher Explosionen fällt dieses Manko jedoch kaum ins Gewicht. Für die nötigen Adrenalinschübe sorgen im Übrigen mitreißende Funksprüche und ein dynamischer Soundtrack. Leider ist das Spiel schon nach wenigen Stunden durchgespielt. Zurück bleibt dann jedoch das berauschende Gefühl, zu den Besten der Besten zu gehören. Motorradrennspiele sind auf der PlayStation 2 bis jetzt recht dünn gesät, vor allem wenn es um authentische Grand Prix-Atmosphäre geht. Eine Vorreiterrolle hat der Namcos MotoGP, das zum PS2-Start mit realistischer und flüssiger Grafik beeindruckte. Der Nachfolger hat zwar optisch noch einen Zahn zugelegt, bietet jedoch keine echten Innovationen. Hobbybiker können ihre 500 Kubikmaschinen auf 10 Grand Prix-Kursen und in verschiedenen Spielmodi ausfahren. Wer auf Arcade-Raserei steht, wird an den unzerstörbaren Boliden Gefallen finden. Durch das geschickte Anlehnen an die Konkurrenten macht man in den Kurven beispielsweise Zeit gut. Wesentlich realistischer wird die Jagd nach schnellen Rundenzeiten dagegen, wenn sie ihrem Zweirad quasi per Knopfdruck Simulationscharakter verleihen. Dann liegt ihr Gefährt viel unruhiger auf der Piste und bricht eher aus. Leider haben sie es bei den Computerrivalen eher mit gemütlichen Sonntagsfahrern als mit verbissenen Kontrahenten zu tun. Die Gegner fahren immer brav in einer Reihe und scheinen das Wort Positionskampf nur von den Wühltischen beim Sommerschlussverkauf zu kennen. Neue Fahrer, Kursvarianten, Motorräder und Modi schalten sie im knackigen Herausforderungsmodus frei, indem sie größtenteils Streckenabschnitte in kürzester Zeit durchfahren müssen. Herausfordernd ist es allerdings auch, ein Rennen bei zugeschalteten Regenschauern zu absolvieren. Da wäre ein Scheibenwischer sicherlich nicht fehl am Platz. MotoGP 2 ist zwar kein grafischer Überflieger, aber technisch insgesamt gut ausgereift. Sowohl die detailliert ausgearbeiteten Bikes und Fahrer, als auch die Replays am Rennende können sich sehen lassen.
Zum vollendeten Spielspaß fehlen allerdings noch etwas abwechslungsreichere Herausforderungen und Modi. Motorradfans werden mit dem Titel dennoch ihre Freude haben. Motorrad durch die Großstadt heizen, Kriminelle eliminieren und dabei eine Menge Kohle verdienen. Klingt nach dem Traum eines jeden PS2-Cops. In Segas Action-Adventure Headhunter erfahren Sie allerdings am eigenen Leib, dass das Leben als Kopfgeldjäger im düsteren Amerika der Zukunft kein Zuckerschlecken ist. Der Titel schickt Sie in die Rolle des Headhunters Jack Wade auf die Jagd nach den Mördern des Milliardärs Christopher Stern, der eine Anti-Terror-Organisation ins Leben gerufen hat. Leider ist bei ihrem letzten Auftrag für jene Organisation einiges schiefgelaufen und sie wachen ohne Gedächtnis im Krankenhaus auf. Eight years top of the league for six. More captures than the rest of them put together. I'm a regular hero. And now you're fired. Im Lauf des Spiels versuchen sie nun, Licht ins Dunkel der vergangenen Ereignisse zu bringen. In umfangreichen Missionen muss Jack Gangsterbanden ausheben und Informationen beschaffen. Um sich von ihren Fähigkeiten zu überzeugen, veranlassen ihre Auftraggeber zudem virtuelle Trainingsmissionen. Als Lohn winken Lizenzen, die den Zugriff auf detailliertere Informationen und bessere Waffen ermöglichen. Sie befinden sich also nicht nur in einer super spannenden Geschichte, in der Sie mit dem Motorrad von Auftrag zu Auftrag düsen, sondern haben es auch mit abwechslungsreichen Missionen zu tun, die eine lange Spieldauer garantieren. Neben Treffsicherheit sollten Sie aber auch über Köpfchen verfügen, um die ineinander verflochtenen Rätsel zu lösen. Eine kleine Einsteigerhilfe geben wir im Tipps- und Tricks-Teil dieser DVD. In puncto Grafik und Steuerung ist Segas Headhunter unserer Meinung nach leider nicht ganz ausgereift. Das fesselnde Gameplay à la Metal Gear Solid macht das allerdings mehr als wett. In manchen Abschnitten steuern sie darüber hinaus die Tochter des ermordeten Christopher Stern, die sonst als Kontaktperson fungiert. Sarkastische Werbebotschaften und Nachrichten werden Ihnen zudem das ein oder andere Lächeln entlocken. Breaking news. A leading citizen is murdered at his desk. Full victim profile and safety at work feature in our next bulletin. For now, I'm Bill Waverly. And I'm Kate Gloss. And that's all you need to know. Damit Ihnen wegen der verschachtelten Rätsel in Segas Headhunter keine grauen Haare wachsen, zeigen wir Ihnen jetzt, wie Sie problemlos durch den ersten Abschnitt kommen. Das Wichtigste dabei ist, dass Sie sich in jeder Umgebung gut umschauen, damit Sie keine Items oder Details übersehen. Nachdem Sie Ihre erste Lizenz im Lila-Zentrum erhalten haben und von nun an bewaffnet sind, können Sie sich auf die Suche nach Greywolf machen. Eine heiße Spur führt Sie zu einer verlassenen Tankstelle, wo zwei wichtige Informanten vermutet werden. Bevor Sie sich um die beiden schießwürdigen Gangster kümmern, sollten Sie erst die einzelne Wache auf der linken Seite der Tankstelle erledigen. Danach nähern Sie sich vorsichtig von hinten dem brennenden Wagen und den Gangmitgliedern. Sobald einer der beiden nachlädt, können Sie die Gangster mit einem Kugelhagel überraschen. Eine nähere Begutachtung des brennenden Wracks lässt Sie zu dem Schluss kommen, dass Sie das Feuer löschen müssen, bevor Sie sich der Leiche im Inneren widmen können. Die Batterie auf der Kiste scheint in einem guten Zustand zu sein. Nehmen Sie sie einfach mal mit. Es wird Zeit, sich das Innere der Tankstelle einmal näher anzuschauen. In der Werkstatt treffen wir auf einen weiteren Gangster, der jedoch schnell erledigt ist. Das Medipack auf der Werkbank sollten Sie nicht liegen lassen. Beim Versuch, die Hebebühne zu senken, brennt ein Kabel durch.
Es muss ersetzt werden, um an den Feuerlöscher zu kommen. Must have been some kind of overload. In der Wandnische setzen sie die Batterie ein, um den Motorblock aus der Grube zu hieven. Unten befindet sich eine Münze für die Waschblase. Die beiden Gangster, die unplanmäßig erschienen sind, sollten sie sofort aus dem Verkehr ziehen. Durch Anvisieren der Zapfsäulen oder ihrer Motorräder sollte dies kein Problem darstellen. Nachdem sie den in der Waschstraße versteckten Gangster erledigt haben, ist der Zugang zum Hinterzimmer der Tankstelle frei. Auf dem Tisch finden sie einen Schlüssel für einen Werkzeugschrank. Hier befindet sich auch die Stelle, an der sie später das durchgeschmorte Kabel ersetzen müssen. Der Werkzeugschrank ist erst zugänglich, nachdem sie den Motorblock wieder in der Grube versenkt haben. Im Inneren des Schranks finden sie das benötigte Kabel. Jetzt können sie mit aller Ruhe das Kabel ersetzen und den Feuerlöscher holen. Nachdem sie das Feuer gelöscht und die verkohlte Leiche des ersten Informanten gefunden haben, nehmen sie die Brechstange an sich. Um zu dem zweiten zu gelangen, müssen sie die Bretter vor der Toilette mit der Brechstange entfernen. Leider ist der zweite Informant auch tot. Nehmen sie die Codekarte für die Fabrik an sich. Auf dem Weg hinaus treffen sie Grey Wolf, der ihnen diesmal durch die Lappen gegangen ist. Machen sie sich nach dem Gespräch auf zu Amco. Dorthin ist Grey Wolf geflüchtet. Die dort zu lösenden Rätsel sollten nach unserer kleinen Einsteigerhilfe kein großes Problem mehr sein. I got your number, Headhunter. They told me about you. Maybe you can share sometime. You won't live long enough. Von den Machern von Tony Hawk's Pro Skater kommt jetzt Sean Palmer's Pro Snowboarder. Yeah! Mit Sean Palmer und anderen Profis fährst du auf 8 Bergen die heißesten Moves über alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Wirklich alles? Absolut alles. Sean Palmer's Pro Snowboarder.
Thank you.
Anfang Dezember lud Sony-Vertreter der japanischen Spieleindustrie nach Tokio ein, um den Entwicklern im Rahmen der PlayStation Party 2001 für ihre Unterstützung zu danken. Die rund 100 Gäste stießen in weihnachtlicher Atmosphäre zudem auf ein erfolgreiches neues PS2-Jahr an, während Sony einige Hit-Aspiranten und Geheimtipps 2002 präsentierte. Neben Beat'em'ups wie Virtua Fighter 4 und Tekken 4 wurden dabei hauptsächlich Rollenspiele wie Final Fantasy 11 und Grandia Extreme vorgestellt. In Zusammenarbeit mit Enix setzt GameArts die erfolgreiche Grandia-Reihe zum inzwischen zweiten Mal fort. Wie bei den Vorgängern durchqueren sie mit ihren Helden eine riesige Spielewelt und werden dabei immer wieder in Kämpfe verwickelt. Dank des bewährten Kampfsystems findet man sich in den gut animierten Gefechten jedoch schnell zurecht. In dem Rollenspiel Feng Shen Yan Yi bekommen sie es mit dunklen Mächten in China zu tun. Im Vordergrund des Spielgeschehens scheinen die in Echtzeit ablaufenden Kämpfe zu stehen. Die Grafikeffekte sehen dabei wirklich bombastisch aus. Den Charakteren kann man wie auch in Grandia Extreme einen gewissen Comic-Look nicht absprechen. ...2002 wird das Jahr für Fans abgedrehter Musikspiele, also vor allem für die Japaner. In Space Channel 5 und dem ebenfalls erscheinenden Part 2 übernehmen sie die Rolle der TV-Reporterin Ulala. Die muss in erster Linie gute Quoten erreichen, um die Menschheit so ganz nebenbei vor einer Alien-Invasion zu bewahren. Da sie dafür nicht nur zur Laserpistole, sondern auch zu den Tanzschuhen greift, sollte der Spieler ebenfalls ein bisschen Rhythmus im Blut haben. Um die Dämonenarmee des tyrannischen Kriegsherrn Nobunaga zu stoppen, braucht es schon mehr als ein paar heiße Rhythmen. Im Action-Adventure Onimusha 2 stehen sie im Kampf gegen dessen Monsterhorden jedoch nicht alleine da, sondern werden von mutigen Mitstreitern mit Schwert und Feuerwaffen unterstützt. Ihre eigene Kampfstärke erhöhen sie währenddessen mit den Seelen der gefallenen Gegner. Die knallharte Samurai-Action und spektakuläre Grafikeffekte machen das Spiel schon jetzt hitverdächtig. Wer mehr auf jugendfreies Rollenspielvergnügen steht, kann sich auf Populocroes 3 freuen, das Sony nach jahrelanger Entwicklung nun endlich auf den Markt bringen will. Als Cartoon-Held bewegen sie sich mit zwei Freunden durch die kindlich gestalteten Welten und treffen auf allerlei Ungetüm. Ob die Comic-Abenteuer wirklich fesseln können, bleibt abzuwarten. Cartoon Action die zweite. Auch Sonys Rollenspiel Wild Arms präsentiert seine Helden im plastischen Comic-Look.
Die Story setzt in einer Welt an, in der schießwütige Pistoleros ihr Heil in der Wildnis suchen, und zwar hauptsächlich bei Kämpfen gegen Monster. Im Gegensatz zu den Vorgängern wird man in Advanced Third seine Position während der Schlachten ändern können. Auch in Suikoden 3 kann man die einzelnen Charaktere frei über den Kampfschauplatz bewegen und den Gefechten somit neuen strategischen Tiefgang verleihen. Abgesehen von den komplexen Kämpfen glänzt der dritte Teil der Rollenspielsaga aber vor allem wieder durch eine spannende Story und erstmals detailreiche 3D-Szenarien. Etwas härter wird es wohl bei Armored Core 3 zugehen. From Software hat bisher zwar nur diesen wenig aussagekräftigen Trailer veröffentlicht, die freigegebenen Screenshots haben uns aber schon mächtig beeindruckt. Wieder gilt es, sich als Söldner in monströsen Rüstungen und mit wirkungsvollen Waffen eine goldene Nase zu verdienen. Da sind packende Mech-Duelle garantiert. Mit einem schnellen Finger am Abzug können Sie in Sangokushi Senki bestimmt nichts anfangen. Hier ist eher taktisches Geschick gefragt. Auf einer Landschaftskarte setzen Sie rundenbasiert Einheiten gegen die Armeen Ihrer Widersacher und können die entstehenden Gefechte in filmreifen Zwischensequenzen verfolgen. Die fesselnden Massenschlachten von Reitern, Bogenschützen und Schwertkämpfern sehen schon jetzt fantastisch aus. In das New York der Zukunft werden Sie im Rollenspiel Star Ocean 3 versetzt. Auf genretypische Fantasy-Elemente müssen Sie jedoch nicht verzichten. Mit einer taffen Schwertkämpferin und zwei ihrer Freunde treten Sie gegen Drachen und andere Magiewesen an. Auch Zaubersprüche kommen in dem Abenteuer zum Einsatz. Die 3D-Welt wirkt detailreich, die Kämpfe sind gut animiert und die Zwischensequenzen können sich durchaus sehen lassen. Nanu? Hat sich Disney da in der Tür geirrt? Diese Frage drängt sich auf, wenn man einen Blick auf Squares Rollenspiel Kingdom Hearts wirft. Der Protagonist Sora kämpft in dem Titel nämlich an der Seite der Disney-Figuren Donald und Goofy gegen die sogenannten Herzlosen. Im Lauf des Spiels treffen sie zudem auf einige Charaktere aus der Final Fantasy-Serie. Während sich manche Gegenspieler als die Bösewichte aus Ariel, Aladdin und Tarzan entpuppen. Ansonsten baut Square auf bewährte Rollenspielformeln und bringt mit der ungewöhnlichen Kooperation frischen Wind in das Genre. Segas Fußballmanager hat nicht nur einen unglaublich langen Titel, sondern auch die besten Voraussetzungen, den Spieler ebenso lang an die Konsole zu fesseln. Der Sega-Titel erweist sich schon jetzt als äußerst detailreiche Manager-Simulation, bei der Sie die Kontrolle über jede Kleinigkeit inklusive der selbst komponierten Vereinsmelodie haben. Das Geschehen auf dem Platz rückt entsprechend in den Hintergrund, macht jedoch einen guten Eindruck. Ein erstklassiges Rendervideo, Echtzeit-3D-Umgebungen und gut animierte Charaktere.
Was wir bisher von Xenosaga Episode 1 gesehen haben, hat uns schlichtweg begeistert. In einer fernen Zukunft lebt die Menschheit im Weltraum und muss sich gegen die meterhohe Alienrasse Knossis wehren. Dies geschieht in erster Linie mit ebenso riesigen Kampfrobotern. Interessant werden die Auseinandersetzungen vor allem dadurch, dass die Gegner schon auf der Oberwelt sichtbar sind. Zufallsbegegnungen wird es also nicht geben. Durch die volle Sprachausgabe sollte es zudem ein leichtes sein, in die fantastische Story einzutauchen. Namcos Rollenspiel wird somit zur härtesten Final Fantasy-Konkurrenz. Tony Hawk völlig durchgeknallt. Jetzt springt er über Polizeiautos und Freeways. In Großstädten und abgefahrenen Halfpipes skatest du mit den weltbesten Skatern ohne Verletzungsrisiko. Spiele online mit Freunden und skate ohne Grenzen. Was macht Tony denn da auf dem Freeway? Und Frontside Nose Grind. Tony Hawk's Pro Skater 3. Einer der Gruselhits des vergangenen Jahres war Konamis Action-Adventure Silent Hill 2. In der Rolle von James Sunderland machen sie sich auf die Suche nach ihrer Frau Mary und treffen dabei auf die mutierten Einwohner des düsteren Städtchens Silent Hill. Besitzer des Action-Adventures können sich jedoch nicht nur über ein fesselndes Spiel vergnügen, sondern auch über eine englischsprachige Bonus-DVD freuen. Diese liegt dem Spiel bei und entpuppt sich als wahre Fundgrube für Fans. So befindet sich neben den Biografien der Silent Hill 2-Macher auch eine umfangreiche Art Gallery auf der DVD. Hier finden Sie Artworks von Hauptcharakteren und Umgebungen sowie Entwürfe der Monster. Wie diese Zeichnungen angefertigt wurden, erfahren Sie schließlich im Herzstück der DVD, dem Making-of des Action-Adventures. Der rund 35-minütige Bericht gewährt einen Blick hinter die Kulissen der Konami-Studios, wo das Entwicklerteam bereitwillig über seine Inspirationen plaudert. So erfahren Sie beispielsweise, nach welchen Vorbildern die schaurigen Szenarien modelliert und wie die Charaktere des Spiels per Motion Capturing mit authentischen Bewegungen ausgestattet wurden. Zudem lässt sich der Sound Director beim Komponieren der Effekte über die Schulter schauen. I don't look like a ghost. Alles in allem vervollständigt die Bonus-DVD perfekt das spannende Kapitel, das Konami mit Silent Hill 2 aufgeschlagen hat. Ein paar Trailer hochkarätiger Konami-Spiele wie Metal Gear Solid 2 oder Pro Evolution Soccer legt der Hersteller noch obendrauf. Darüber hinaus bietet die DVD direkten Zugriff auf sämtliche Silent Hill 2-Videos. See? I'm real. Behind every great movie stunt, there is one man who does it for real.
100 pounds of pressure. Let the baseline get ya. Let the baseline get ya. Let the baseline get ya. 300 pounds of pressure. Let the baseline get ya. 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 300 pounds of pressure. Let the baseline get ya. Let the baseline get ya. Let the baseline get ya. 300 pounds of pressure. Let the baseline get ya. Let the baseline get ya. Let the baseline get ya. 300 pounds of pressure. Motion. Get ya. Let the baseline get ya. Let the baseline get ya. Let the baseline get ya. 300 pounds of pressure. Let the baseline get ya. Like all the fun turns into shame.